Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir haben Montag und endlich ist wieder ein normaler Montag. Das heißt, wir haben natürlich die Update-Notizen vor uns. Aber da wir natürlich am Donnerstag ein Riesen-Update haben, haben wir jetzt natürlich wieder ein etwas kleineres Update. Nichtsdestotrotz, so viel sei vorweg gesagt, wir bekommen trotzdem wenigstens ein bisschen Content. Das Ganze soll um 11.30 Uhr PM PST stattfinden. Das sollte bei uns Dienstagmorgens 8.30 Uhr fertig sein. Und da würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, was uns denn erwartet. Wir haben hier die New Stages. Ich dachte am Anfang, okay, die sind ja schon resettet, aber nein, wir bekommen hier Stockwerk 13 bis 15 dazu. Einfach mal ein Wecker vom Handy. Ja, moin. Wir bekommen hier Stockwerk 13 bis 15 dazu. Und das sind hier die Belohnungen. Da ist einmal eine Karte von Matrona drin, die ein Artefakt-Set, ein neues ist. Aber die anderen Karten aus dem Artefakt-Set sind noch nicht released, werden zu einem späteren Zeitpunkt released. Dann bekommen wir hier zwei SSR-Tickets, 30 Diamanten, hier schöne Cosmetic-Upgrade-Materialien, 1 Million Gold, 5 Artefakt-Karten. Und hier 5 SSR-Anhänger, das heißt die normalen Belohnungen, die wir ja sowieso schon aus dem Turm der Prüfungen kennen. Das Ganze natürlich wie immer mit versteckt passiven Fähigkeiten. Wer kennt das aus den ganzen anderen 12? Jede Stufe hatte eine versteckte Passive. Natürlich die neuen Stufen auch. Dann sehen wir hier ist das neue Artefakt-Set. Das bekommt man, wenn man hier Floor 13 erledigt. Hier steht aber, dass die anderen Karten aus dem Artefakt-Set halt eben erst in der Zukunft kommen. Dann bekommen wir einen neuen Hawkpass und einen Loyalty-Shop natürlich. Hier sehen wir schon, was wir insgesamt dort kaufen können. Hier für Hawks Resteschüsseln oder halt eben 30 Diamanten. Aber die ganzen Sachen, wenn man die sich kauft, natürlich am liebsten nur für Hawkschüsseln. Dann haben wir hier die saisonalen und normalen Items, die man so dann kaufen kann. Hier sehen wir das, was eigentlich immer drin ist. Und ansonsten sehen wir natürlich die 25 Stufen. Einmal, wenn man den Pass nicht gekauft hat und einmal, wenn man den Pass kauft, die extra Belohnungen. Hier steht nochmal, dass man natürlich nach dem Hawkpass die ganzen Belohnungen, wenn man sie nicht einsammelt, nicht mehr bekommen kann. Dann natürlich hier der, wenn man den Hawkpass immer kontinuierlich kauft, dann bekommt man natürlich vom ersten bis zum zweiten Hawkpass, kriegt man immer mehr Belohnung bis zum dritten. Wie gesagt, dreimal kann man das Ganze machen. Bei mir ist das schon seit Ewigkeiten auf dem Stack 3. Das heißt, da bekomme ich die maximalen Belohnungen aus dem Hawkpass. Dann haben wir hier ein paar New Events. Das heißt, wir haben wieder mal das Event, dass wir hier für 1 Million Gold in den ersten 6 Dörfern jeweils hier einen SR-Anhänger, einen SSR-Anhänger und einen R-Anhänger bekommen. Wir sehen, das sind hier die ersten 6 Dörfer. Dann haben wir hier eigentlich noch die endenden Events und Bundles. Wie gesagt, es ist wenig Content, aber dadurch, dass wir hier halt Stufe 13 bis 15 dazu bekommen, bekommen wir immerhin ein wenig Content. Und ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann war es das nämlich auch schon wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und wenn ihr großzügig seid, dann abonniert jetzt meinen Channel, denn es fehlen tatsächlich nur noch 5 Abonnenten bis zu den 2000 Abonnenten. Dann haben wir die endlich geknackt. Also lasst ein bisschen Liebe da, holt mir noch die 5 Abos raus, damit ich die 2000 voll habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.